Radio SAW. Angie fast allein zu Haus. Jetzt erst recht. Ja, im Frühstück schaffe ich locker. Bin ja in Rente. So, nach der Grütze, die Hansis Hajo Peis da gestern wieder verzapft haben, sag ich zum Thema WM erstmal gar nichts mehr. Schnauze voll von dieser Gurkentruppe. Oder was meinst du, Joachim? Ich mach's wie immer. Was soll das denn heißen? Naja, so wie du es machst, Schatz. Oh, schlauer Junge. ja, wenn du glücklich bist, scheint für mich die Sonne. Süß. Apropos Sonne, wusstest du, dass wir dieses Jahr den drittwärmsten Herbst seit Wetteraufzeichnung hatten? Ja, ich fand das total warm. Weißt ja, Joachim, Herbst ist, wenn Männer rumrennen, als wär's Sommer und Frauen, als wär's Winter. Oh. Ja, ich komm ja. Durch muss es jetzt auch nicht, mein Joachim. Und wenn du Zeit hast, dann kannst du ja mal mit dem Öko-Laubbläser den Bürgersteig freimachen. Öko-Laubbläser? Ja, mit dem Besen, ne? Schaui. Ach, guten Morgen, Robert. Ja, guten Morgen, Frau Ex-Ministerin. Oh, gut gelaunt, Robby. Mit der WM kann das ja wohl nichts zu tun haben. Nein, aber die Moorbirke ist zum Baum des Jahres 2023 gekürt worden. Mensch, wenn man dich so reden hört, dann könnte man meinen, du bist wirklich bei den Grünen. Apropos Moor, kennst du den? Siehst du im Moor die Schwiegermutter winken? Dann wink zurück und lass sie sinken. also Frau Merkel, das ist... Jetzt stell dich doch nicht so an. Unkraut vergeht nicht. Oh, jetzt guck doch nicht so. Robert. Angie fast allein zu Haus. Die besten Comedies für euch. Nur auf Radio SAW. Superhits fürs SAW-Land.